das moralisches Versagen diese Elenden. Aber? Okay. Den schnapp ich mir, zack, da habe ich umgehauen. Das ist ein besonderes Kurzschwert, was meinst du? Nee, das ist nur ein normales Kurzschwert. Oh, da war wohl noch irgendwo einer, der ist schon wieder tot. Haben die irgendwas Geiles dabei gehabt, die Leute? Ich glaub nicht, nee, nur Geld. Aber okay. Ich sage, lass mal die Karte verlassen, ne? Dir ja. Fehlt irgendwie einer, wo ist... Ja, der Minx kommt jetzt. Oh Gott. Der ist natürlich mal wieder gegen den Felsen gelaufen bei seiner grenzenlosen Intelligenz. Womit kann ich dienen? Wie lautet Ihr Befehl? Jetzt ist mein Wasser leer. Ungeil. Ich darf reisen. Virgos direkt? Ja, denk schon. Okay, dann machen wir da, können wir meinetwegen mit Transic reden, aber dann machen wir Nebenquests. Ja, dann machen wir erstmal Ulcaster. Ja, okay, von mir aus. Aber es gibt viele Sachen, die ich gerne abklappern will. Du weißt ja noch bestimmt den Feuerzauberstab, den würde ich auch gerne mal sehen. Ja, den gibt's ja in Ulcaster. Den gibt's aber auch noch woanders. Ja? Wo ist denn Feldbostwürzers? Das ist der windige Schwindler, oder? Ja, das war dieses große da in der Mitte. Das kann sein, warte mal, ich guck mal. Ja. Ach, zum Kotzen, da. Nee, das ist die rote Garbe. Nee, ich will, hier, ich meine das große in der Mitte, Feldpost Zwirtshaus, da. Okay, hab's, ja, ich geh auch hin. I will be on my way. Ich bin so schwach. Ja, ich bereue es gerade ein bisschen, dass wir den scheiß Kriegshammer plus 2 oder so verkauft haben. Den hätten wir der Eulen dort gut geben können. Ja, wir hatten ihn nicht mit dir geplant. Ich weiß auch nicht, ob... Hatte ich auch nicht dran gedacht. Ich wusste noch, dass ich den irgendwie behalten habe, aber irgendwie bin ich nicht mehr drauf gekommen, warum. Nein, Leute. Oh, da ist eine Hauswand. Meine Fresse, ey. Aber trotzdem, der hier, der Minx, ist genauso schnell wie deiner. Ja, Minx ausgerechnet, ey. Ja, das hätte ich jetzt auch übrigens nicht erwartet. Ach, ich sollte vielleicht pennen, bevor wir mit Franzi quatschen. Was meinst du? Nee, kriegen wir schon kaputt. Ja. So ja, meine Mano. Lass meinen armen Typen nur noch mal ein bisschen schlafen. Ja, wir schlafen im Film. Wir schlafen im Wirtshaus, dann passt das. Ja, sag ich doch. So. Wo sind denn all meine Leute? Boah, ihr seid ja nicht blöd oder so. Ach so, jetzt kann. Ja, die stehen vor der Tür und die gucken die Türschwelle an. Ich finde das witzig. Der hatte doch hier Bastardschwelle plus 1 und sowas. Ja, ich glaube schon. Bei mir ist das Bier. Erstmal schön auf Händler oder adelig pennen, nicht auf Bauer. Okay, königlich. Das muss einfach sein. Ach, ich kann auch keine Waffen verkaufen. Ja, wir müssen ja schon bei den Dingens vorbeischauen. Kosten 8. 8. Die Bettdecken sind mit den weichsten Daunen gefüllt, bestehen aus feinster Kalimshahnseide und Leinen. Man erholt sich fast genauso gut wie in einer Woche in einem billigeren Zimmer. Doch wer außer einem König könnte das schon bezahlen? Oh, wir König. Ja. So, es ist die Frage, wir könnten uns jetzt beide mal eine Streitaxt plus 1 und einen Bastardschwert plus 1 kaufen. Von mir aus gerne, dann kann ich dem Kalid nämlich das Langschwert plus 2 geben, dann hat er auch direkt eine gute Waffe, dann müssen wir nur eins kaufen. Ja, okay, das ist eine geile Idee. Hol ich mir eine Axt? Ach so, für dich kann ich nicht kaufen, ja, dann kaufe ich jetzt einfach mal direkt mit. So. Der will uns die Zauber abkaufen, aber wir warten erstmal, ne, wenn wir jetzt noch Minx seine Frau da befreien. Boah, war das teuer, Alter, 6000. Boah, fuck. Ja, egal, hat sich bestimmt gelohnt. Ah, jetzt hab ich dir das Bastardschwert wiedergegeben. Ich bin auch einer von den ganz Klugen heute. So, Kali, zack, dann kann ich... Außerdem sieht jetzt meine Axt viel cooler aus, sie ist jetzt rot. Yes, Junge. Das ist voll geil. Bei mir wird die blau angezeigt, wenn du die in der Inventarleiste hast. Aber ansonsten ist die nicht so. Was machst du jetzt noch? Ich verkaufe hier das... Ach, das Langschwert will der gar nicht haben. Warum will er das? Nein, der kauft keiner. Ich muss gleich noch zum Schmied gehen. Da will ich eh noch ein paar Pfeile für ihn mal umkaufen. Okay. Pfeile habe ich noch übrigens, wenn du welche brauchst. Ja, okay. Ich habe 320er Stacks. Warte mal, ich gebe sie dir rüber. Fang! Zack. Au, mein Auge! Gut. Dann müssen wir Transic finden, oder? Dann reden wir jetzt direkt mit dem. Ja, ich wüsste gerne. Ja, der soll doch hier in diesem Wirtshaus sein, ne? Ich habe ihn schon, glaube ich, schon gefunden. Nee, das ist Duncan, der hilft uns nicht. Mit dem haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet. Ich glaube, bei mir sein Kumpel überlegt hat. Ich geh nochmal kurz mit dem, warte mal, das interessiert mich nämlich jetzt. Was der mal zu sagen hatte.
Ihr mordendes Ungeheuer, die flammende Faust wird sich eurer annehmen. Ja, freut mich auch, dich wiederzusehen. Ich folge dir auf dem Fuße nach oben. Was kann ich für euch tun? Leute, die Treppe ist da. Geht die Treppe hoch. Mann, ey. Schon gut, was ist los? Hast du Transik gefunden? Nö. Jetzt habe ich Transik gefunden. Das ist so ein hässiger Zauberer. Wir stellen ihn erstmal und machen ihn dann kaputt, würde ich sagen. Nee, ich würde sagen, wir räumen mir erstmal alles aus. Ja, können wir auch noch später machen. Ich will jetzt wissen, was dieser Transik da mit der ganzen Sache zu tun hat. Ist einfach so geil, wie wir jetzt mit 6 Leuten in dem Zimmer von ihm stehen. Alle fetteste Waffen in der Hand. Wer da keinen Verdacht schöpft, der ist einfach doof. Warum stört ihr mich? Könnt ihr nicht sehen, dass ich nicht dabei bin, so schnell wie möglich aus dieser verdammten Stadt rauszukommen? Halt, keine Bewegung. Wir wissen, was ihr vorhabt. Ergebt euch und sagt die Wahrheit. Ihr wisst, was ich anstellen will, ja? Aber vielleicht wisst ihr doch nichts von meinen magischen Fähigkeiten. Vielleicht glaubt ihr mir ja nicht, aber wenn ihr nicht innerhalb von 5 Sekunden verschwindet, niete ich euch um, dass euch Hören und Sehen vergeht. Ihr? Magische Kräfte? Leider haben wir da unsere Zweifel. Los, ergebt euch endlich, oder wir machen ernst. Ich hab euch gewarnt, jetzt werdet ihr zahlen müssen. Hä? Tagebuch wurde aktualisiert. Soll ich mal kurz ins Tagebuch gucken? Ja. Machen wir gleich, ne? Machen wir gleich. Okay, ich sag einfach voll drauf. Transig Panzer, ne? Das ist schon mal ein super Zauber. Transig ist doch so ein toller Name, wenn man keinen Popschutz hat. Transig. So, das wollte ich jetzt nur mal zu Demonstrationszwecken machen. Der redet so geil. Fast so geil wie der Xan. Aua. Blödes Arsch. Transig hat keine Angst vor einem Haufen wie euch. Ich geh mal auf. Lasst mich bitte leben, ich werde euch alles sagen. Dann spuckt's aus. Wenn uns eure Geschichte zufriedenstellt, werden wir euch am Leben lassen. Das ist wahrscheinlich genau wie der in den Minen unten. Ja, ja, in Ordnung, okay. Ich rede ja schon. Ich bin Kurier für einen Mann namens Tarsok. Ich übermittle nur Nachrichten zwischen ihm und einem dicken Zauberer namens Malahay. Ich treffe mich mit Tarsok entweder bei Peldwale oder Larswood, östlich vom freundlichen Arm. Tarsok zahlt gut, also halte ich die Schnauze. Kann ich jetzt gehen? Nein, den machen wir tot. Warte, wir müssen noch wissen, wo wir Tarsok finden können. Ja. Hat er es nicht gesagt? Nee, machen wir nochmal. Musst du vorlesen. Hä? Ich? Ja gut. Ja. Tarsok? Nein, du musst... Das will ich gesagt haben. Wo können wir diesen Tarsok finden? Tarsok? Den findet ihr im Schafzahnwald. Er ist Anführer von 2 Räuberbanden. Die verlegen ihr Lager ständig, sodass ich nicht sagen kann, ob ihr sie finden werdet. Kann ich nun gehen? Zweiteres, ha? Jo. Wir müssen euch töten, sonst warnt ihr diesen Tarsok. Ich werde mich nicht kampflos ergeben. Zack, das war ein langer... Khalid kann eine Stufe aufsteigen, das mache ich mal schnell. Cool. Aua, Alter, ich glaube, der hat mich vergiftet. Warte, ich renne mal zu dir und heile dich mal. Danke. Bleib stehen, du Vollidiot. Ich brauch sofort Hilfe. Alter, was machst du da? Gar nichts, warte. So. Oh, das war aber ganz schön knapp. Ja. So, der hat einen Stabschleuder. Ja, und der hatte magische Sachen dabei. Ja, ich wollte mit Kalt noch eine Stufe aufsteigen, das mache ich jetzt erstmal. So, eine Stufe erhöhen. Großes Schwert gebe ich dem noch einen Punkt, ne? Ja. Ja. Und dann habe ich jetzt hier Zauberstrebe. 30 Leben hat der Khalid jetzt, einverstanden. Nun, wir wären ja sogar fast hier produktiv. Lass mal sehen. Wir haben jetzt 30, 31 und 35 Leben. Das ist nicht schlecht. Und du hast dazu auch noch Rüstungsklasse minus 2. So gut ist sonst keiner. Ich habe 0 und Khalid hat 1. Und du hast noch Stufe 3. Nur Minx nicht und Branwyn nicht. Ja, egal. Passt schon. Minx wird auch noch aufsteigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Anderen ist wieder grün. Nee, Minx ist grün. Blau, was auch immer. Man in Green. Was kann ich für euch tun? Okay, wir wollten hier oben nochmal räubern gehen, mein Lieber. Jupp, dann speichere mal Feuer ab. Ah ja, warte mal. Ich kann jetzt nicht so Quicksave abspeichern. Ich habe ja jetzt herausgefunden, wo die Spielstände sind. Das war echt ja so blöd. So, ich muss mal ganz kurz hier mein Ührchen holen, aber alles super. Ja, los geht's. Oh, mein fetter Sack versperrt die Tür. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt.
Wir kommen ja alle nicht raus. Ah, jetzt geht's. Gut, ich übernehme die Zimmer da drüben. Hier ist schon mal nichts drin. Hab was. Okay, ist verschlossen. Ihr habt es nicht geschafft, das Schloss mit Gewalt zu öffnen. Ihr habt es nicht geschafft. Wieder nicht. Nada. Nope. Mist. Ah, vielleicht schafft Karl das ja mit. Jetzt kommt die Frage, welches Schwert ist stärker? Ich schicke einfach immer ohne, dann passt das. Guck mal, da kommt der dicke Typ ist in dem Zimmer. Oh, ganz, ganz viele Langschwerter. Brauchen wir die nur, ne? Ein bisschen schneller, wenn ich bin. Nicht, lang nicht. Langschwerter haben wir alle. Haben wir alle rausgeraubt hier? Ja. Außer die Langschwerter. Ja, dann. Das ist ja egal. Ab nach unten. So, meine Typen kommen wie immer zuletzt. Haben wir hier drin im Bereich eigentlich schon vollständig erkundet? Ja! Hurra! So, mal gucken, ob jetzt draußen Nacht ist. Wenn ja. Nee, okay, passt. Nee, müsste Tag sein. Gehen wir mal schnell zum Dingens Cushions da. Und dann natürlich noch zu unserem Haus. Wollte jetzt eigentlich einfach zur Schmiede gehen, aber das geht auch. Ja, ich sag doch, wir gehen erstmal zum Donnerheim und dann auch natürlich zu unserem Haus. So, ja, okay. Wir haben Berigos noch gar nicht vollständig erkundet. Machen wir das eigentlich?